Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode, oh Gott, 31 von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich hatte jetzt eine 4-stündige Aufnahmepause dazwischen. Und ich habe mich bereits vorher mit Ruhm bekleckert und das wird jetzt nicht besser werden, meine Lieben. Ich bin gerade nochmal zum Unfallort zurück. Lassen Sie meinen Sohn bitte frei. Und gehe jetzt mal in die Asservatenkammer und gucke mal, ob der Typ, der jetzt hier abgehauen ist, was hinterlassen hat. Ich schaue mir das jetzt mal alles an. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord. 1848. Mit Lesezeichen. Mit Lesezeichen? Dann gucken wir uns doch mal an. Dieser schreckliche Absatz gefiel Garrett offensichtlich. Und wenn du einen halben Kontinent in die Luft sprengen und ein Meer an Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab keine Gewissensbisse. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, 1 Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gern mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er. Was für ein scharfsinniger Verstand. Wow, Trump much? Okay. Okay. Interessant. Ein Stromkabel. Ein Stromkabel? Aha. Sehr geehrter Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir bitten Sie aus diesem Grund, unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir dieses Problem lösen können. Andernfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzuschalten. Mr. Stewart, Finanzdirektor, Bank von England. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Stromkabel aus den persönlichen Gegenständen von Thomas Garrett. Haben wir das eingesteckt? Oder nee, wir sollen fragen, warum er das hat. Okay. Habe ich hier alles? Hier habe ich alles. Dann schauen wir uns mal diese Beweise an. Wenn ich jetzt wüsste, wer ist, ne? Ich habe einen Tic-Tac im Mund, was ich gerade zerbeiße, falls ihr euch fragt. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Dank Pastor Gordon und meinem Glauben hat sich mein Leben geändert. Okay, also ist der sehr gläubig. Whisky. Und zwar kein guter. Mhm. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Ja. Dicke Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Okay. Dicke Lederhandschuhe, vermutlich sind sie isolierend, okay? Benjamin, mein Sohn. Benjamin, mein Sohn. Ich wollte jetzt Benjamin, my son, lesen. Benjamin, mein Sohn. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Vorbereitungen unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist ein Quell großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Sie Leben einst in Sünde begannen, wie Sie sich ausgeschlossen und alleine auf der Welt fühlten und wie Sie sich auf dem Pfad des Verbrechens begaben. Doch Sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird Ihrer gnädig sein. Ich werde stets hoch erfreut sein, Sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit Ihnen. Pastor Gordon. Okay. Ja, ich mach gleich da mal auf. Oh Gott, ich muss ja jetzt merken, wer ist. Das ist ja... Das geht doch schief. Die Initialen MB. Mr. Butcher, wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormond Street Hospital, London. Ist Mr. Butcher nicht derjenige, der abgehauen ist? Also ist der ins Krankenhaus oder was? Dann haben wir gleich bestimmt einen neuen Ort, den wir uns angucken können. Warte, hier... Ja, alles klar. Dieser Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse. Ja, okay.
Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Guter Mann. Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Aha. Zack, Brief ist weg. Ürl. Sehr geehrter Mr. Butcher, Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihrer vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihr Arbeitsverhalten in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden. Firmenleitung Underground Electric Railways Company of London. Oh, jetzt machen sie es mir wieder schwer. Ich dachte, der ist jetzt raus, weil er zum Krankenhaus ist und jetzt arbeitet ausgerechnet der bei der Underground Electric Railway. Oh Gott. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Alles klar, pass auf. Der hat die Handschuhe dabei, die theoretisch elektrizitätsabschirmend sind. Der rechts hat ein Stromkabel dabei. Ja, die sind ja schon schweinisch, ne? Und der hier hat bei dieser Company gearbeitet. Na, die machen es einem nicht einfach. Ich gehe mal in die Herleitungen. Also, pass auf. Probleme bei der Arbeit. Reginald Butcher hat eine schriftliche Abmahnung durch seinen Arbeitgeber erhalten. Plus schwieriges Leben. Das geht nicht zusammen. Warum nicht? Schwieriges Leben, Bankschulden. Das. Nein? Okay. Das geht zusammen. Und zwar kriminelle Vorgeschichte. Benjamin Fowler war in jungen Jahren ein Krimineller, aber mittlerweile hat er sein Leben von Grund auf geändert. Das ist der mit den Handschuhen. Leute, ich kann mir das eh nicht merken. Wenn ich vor allen Dingen einen Break in meiner Aufnahmesession mache... Oh, und ich wollte da nicht ganz raus. Dann... Anarchist. Wer war das denn nochmal? Der Erste, ne? Und... Boah, das... Ich weiß nicht mehr. Ich muss jetzt hier mal Bankschulden... Nein. Nein. Ja. Das ist jetzt ja einfach raten, weil ich mir wieder mal alles nicht mehr... Ich bin auch heute echt nicht gut drauf. Vielleicht sollte ich nicht Sherlock Holmes aufnehmen. Anarchistische Ideologie. Anarchisten lehnen den Staat, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft ab. Aber Thomas Garrett hat Schulden bei der Bank. Okay, dann... Nein. Warum? Warum? Hinweise. Und Stromschlag und Probleme bei der Arbeit? Nein, das passt nicht mehr zusammen. Okay. Dann haben wir jetzt alles kombiniert, was es zu kombinieren gilt. Ja. Dann, oh, hier ist auch noch was. Die persönlichen Gegenstände von Roscoe und seinem Begleiter aus der Wartungskutsche. Ah. Schauen wir uns das doch mal an. Roscoe ist ganz wild auf Lakritze. Ha. Der hatte doch geschmolzene Lakritze auf seiner Hose da kleben oder auf seinem Jackett. Das heißt also, das ist so heiß geworden. Ich tue mir jetzt ein neues Tic-Tac rein, weil es gerade so schön war, das Knacksen. Also hat er so einen Stromschlag gekriegt, dass sogar das Lakritz geschmolzen ist. Okay. Ein einfaches Taschenmesser. Okay. Ein gewöhnlicher Kartenstapel. Aha. Ein Webley-Revolver. Ein Webley-Revolver. Ein Polizeibericht über Roscoe. Er ist nur ein Kleinkrimineller. Ich wollte gerade sagen, das glauben wir nicht. Das ist aber untypisch. Maurizio Alfredo Vincente. Auch bekannt unter dem Namen Roscoe. Anführer einer kleinen örtlichen Bande, deren Mitglieder anhand des Bandenmotivs einer Hundetätowierung identifiziert werden können. Die Bande ist oft in Gewaltdelikte, Raubüberfälle, Taschendiebstähle und so weiter verwickelt. Okay. Was haben wir hier noch? Achso, erfragen. Okay, das wussten wir ja schon. Aha. Nein, ich will doch nicht da immer ganz raus. Ich raste aus. Kann ich hier noch was? Nö. Okay. Nö.
Gut. Dann haben wir hier alles. Dann, wir reisen einfach mal zum Krankenhaus. Und schauen mal, was wir da über... War das Butcher? Ich und Nam, ich muss mir echt so einen Baum malen. So ein Netz der Zusammenhänge. Sonst ist das alles Schizzle-Dizzle. Waren wir hier nicht... War das das gleiche Krankenhaus? Hier mit dem Typen da, mit der... hier dieser Tempelfall. Oh, guck mal, die Krankenschwester da. Wie Klavier spielen. Nein? Okay. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Ja, ich konnte mir das nicht aussuchen, wo wir hingehen. Na. Creepy much. Hallo. Ach, da kann ich nicht zwischen. Doch. Hier sind so ein bisschen viele unsichtbare Ecken, an denen man hängen bleiben kann. Was haben wir denn da? Och nein, es geht um seinen Sohn, Mr. Butcher. Tochter, hiermit bestätigen wir die Aufnahme Ihrer Tochter in unserem Krankenhaus. Sie müssen für die Reisekosten aufkommen und natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die aufgrund des kritischen Zustands Ihrer Tochter nötig sind. Zusätzlich tragen Sie die Kosten für Logis und die medizinische Behandlung. Es ist im Voraus nicht möglich, die Gesamtkosten abzuschätzen, da diese vom Zustand Ihrer Tochter und auch davon abhängen, wie sie auf die Behandlung anspricht. Aber stellen Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass es sich um eine beträchtliche Summe handeln könnte. Dr. K. O. Medin, Karolinska Universitätskrankenhaus, Stockholm. Okay. Erfragen. Die Summe, die für Meryl Butchers medizinische Behandlung nötig werden könnte, wurde vom Karolinska Universitätskrankenhaus in Stockholm als möglicherweise beträchtlich eingeschätzt. Aufnahmebescheid des Karolinska Universitätskrankenhauses Stockholm. Das ist bestimmt die Mutter. Judith Butcher. Oh, Butchers, die ist nur 22 geworden. Das war übel. Okay. Mhm. Kann ich hier noch was mitmachen? Eine junge Frau ist verstorben. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir uns gespoilt, weil wir es zuerst umgedreht haben. Das ist er bestimmt, ne? Boah, der wollte Mr. zu Reginald seiner Butcher, Tochter. Ich komme von Scotland Yard. Können wir reden? Von mir aus, aber bitte leise. Sie schläft endlich. Ist sie Ihre Tochter? Meine Meryl. Sie ist sehr krank. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich musste heute zu Dr. Blowberry. Der Polizist wollte nicht hören. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Wir gucken uns den erstmal an. Boah, der sieht fertig aus, der Arme. War das der, der gesagt hat, jetzt nicht, er steht unter Schock? Okay, hier kann ich nur nichts sehen. Ich weiß halt nicht, ob man sich die Leute erst angucken soll oder ob man erstmal mit denen sprechen soll, ne? Firmenlogo, Eisenbahnarbeiter. Abgetragene teure Weste war einst wohlhabend gebrauchte Kleidung. Ja, gebrauchte Kleidung. Ich glaube nicht, dass der wohlhabend, oder? Das weiß ich natürlich nicht. Ich mache jetzt mal weiter. Puh. Also es kann natürlich sein, dass er mal wohlhabend war und dass dann alles von seiner Tochter so teuer war, dass er jetzt quasi nicht mehr wohlhabend ist. Aber woher soll ich das zu diesem Zeitpunkt schon wissen? Ich mach mal gebrauchte Kleidung, ich weiß es nicht. Ehering, er ist verheiratet. Polierte Schuhe, Schuhe kürzlich geputzt. Oh, Kinderarmband, Geschenk der Tochter. Ich bin mir nicht sicher mit der gebrauchten Kleidung.
Ob es, und ich weiß auch nicht, ob es ein Geschenk der Tochter war oder ob er sich einfach genommen hat, weil sie krank ist. Ich mach mal bestätigen. Ungenaue Analyse, lecko funny, ey. Ja, ja. Reginald Butcher ist verheiratet und ein Eisenbahnarbeiter. Er hat eine Tochter, die er über alles liebt. Sie ist aber schwer krank, was ihn deprimiert. Seine Schuhe glänzen wie neu. Sie müssen erst kürzlich geputzt und poliert worden sein. Er mag teure Kleidung, kann sie sich aber nur in gebrauchtem Zustand leisten. Mr. Butcher liebt seine Tochter und ist sich nicht zu fein, ein Kinderarmband zu tragen, um seine Zuneigung auszudrücken. Ich kann das echt nicht mehr ändern, die Analyse, ne? Ne. Ich glaube. Nein. Okay. Das ist dann so der erste Instinkt. Ja, ich meine, es hätte sein können, dass er. Aber was, irgendwie macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil die Kleidung ist ja Arbeitskleidung. Das hat doch nichts mit seiner privaten Kleidung zu tun. Wo soll ich wissen, ob der mal wohlhabend war? Was ist denn das für eine Logik? Okay. Dann, whatever. Machen wir mal Heilung. Gibt es Hoffnung? Es wird lange dauern. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Etwas anderes will ich mir nicht vorstellen. Ja, es ist vermutlich nur eine Frage des Geldes. Was reden Sie da? Es ist eine Frage der Willensstärke und meine Tochter wird es schaffen. Stromkabelbehandlung von Mary Butcher. Da. Das hoffe ich. Aber die Behandlung im Karolinska Universitätskrankenhaus ist sehr kostspielig. Ah, nun, das ist unsere einzige Hoffnung. Dank Dr. Blowberry hat sie endlich einen Platz dort. Wir fahren nächste Woche. Es ist Ihre letzte Chance. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch eine Tochter. Der ist auf jeden Fall der Zwillingsbruder, von dem... Wir würden unser Leben geben für unsere Kinder, nicht wahr? Ja, natürlich, ja. Der ist auf jeden Fall der Zwillingsbruder von dem ersten Fall, der... schon beschissene Graf, der da im Rollstuhl saß. Arbeit. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Underground Electric Railways Company angestellt. Dann kennen Sie sich mit elektrischen Geräten aus? Ja, sicher. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Aber sagen Sie bitte, was genau sind die Gründe für die Probleme, die Sie bei der Arbeit haben? Probleme? Was meinen Sie? Brief des Arbeitgebers. Sie haben eine schriftliche Abmahnung erhalten. Ja, ich komme oft zu spät. Mein Chef hat kein Verständnis dafür. Es ist schwierig, seitdem meine Tochter krank ist. Verstehe. Ein bisschen eklig, das Krankenhaus. Da habt ihr die Fliegen über der Lampe gesehen? Also, ich so Hygiene und so. Wartungskutsche. Zufällig ist auch eine Kutsche Ihres Arbeitgebers an dem Unfall auf dem Platz beteiligt gewesen. Wirklich? Warum war sie dort? Ich weiß es nicht. Sie? Nein, aber vor einer Woche wurde eine unserer Wartungskutschen samt Werkzeug gestohlen. Ob das dieser Wagen war? Möglicherweise. Oh, ist schon fishy, ne? Bäh. Abbe, oder the. Elektriker. Erstmal Bankschulden und schwerkranke Nein. Shit. Okay. Auswahl aufheben. Probleme bei der Arbeit, schwerkranke Tochter. Butchers Probleme. Reginald Butcher hat Probleme bei der Arbeit, weil er öfter ausfällt, um bei seiner schwerkranken Tochter sein zu können. Okay. Dann nochmal zu den Hinweisen. Elektriker. Ich mach mal das. Ist das auch immer... Komplizierte Falle. Reginald Butcher kennt sich zwar mit Elektrizität aus, da das zu seiner Arbeit gehört. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass er die komplizierte elektrische Falle für die Wartungskutsche konzipieren hätte können. Butchers Falle. Reginald Butcher kennt sich mit Elektrizität aus, da das zu seiner Arbeit gehört. Er wäre durchaus in der Lage gewesen, die Falle für die Wartungskutsche zu konzipieren und auszulösen. Da möchte ich mich noch nicht entscheiden, keine Ahnung.
Also welchen Grund soll er gehabt haben? Das auffällig sind die polierten Schuhe. Die beiden Toten in der Kutsche hatten beide matschige Schuhe. Wenn er auch matschige Schuhe von vornherein gehabt hätte, hätte er sie jetzt sauber poliert, damit das nicht auffällt. Deswegen wurden die vor kurzem, das könnte natürlich passen. Es kann ja sein, dass er irgendwie was vorhatte oder irgend so ein krummes Ding angenommen hat, damit er Geld kriegt, weil er halt total verzweifelt ist als Vater, um die Behandlung seiner Tochter zu bezahlen. Und dann ist ihr alles schiefgelaufen und die sind gestorben und er musste es irgendwie verwischen, das Ganze, was da passiert ist. Und dass das quasi gar keine böse Absicht war, sondern dass er einfach... Moment mal eben. Geil. Irgendwie läuft hier gerade irgendwas. Moment mal. Hammergeil. Das war der Onkel Dede, Leute. Großartig. So, wo war ich gerade? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Genau, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich bin völlig aus dem Konzept jetzt hier. Dass da was schiefgelaufen ist. Und er, ja, nicht wusste, was er machen soll. Und jetzt hier in dem Mist gelandet ist. Ohne, dass er da was für kann. Boah. Aber wie soll ich mich da jetzt schon für entscheiden? Ich weiß das nicht. Natürlich wäre er vielleicht in der Lage gewesen. Es ist ein bisschen auffällig mit diesen polierten Schuhen. Aber ich gehe erstmal auf Beenden. Weil wir müssen ja wahrscheinlich noch ohne Ende Hinweise sammeln. Ach, das habe ich... Hä? Wie habe ich mir das Foto denn angeguckt, als ich hier neben ihm stand oder was? Das war doch gerade woanders. Kann ich hier noch was mit ihm besprechen? Shh, sie schläft. Okay, nein. Gucken wir mal da drauf, was hat sie denn? Meryl Butcher. Ah ja. Myelitis. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Okay. Ich weiß nicht, was Myelitis ist. Okay, was müssen wir als nächstes machen? Ungenaue Analyse ist doch zum Kotzen. Ich glaube, wir können jetzt mal zu Scotland Yard zurück. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich von jedem die ungefähre Geschichte anhören und mich dann entscheiden, wer es gewesen sein könnte. Horror. Das ist echt ein... Also ich bin, wie gesagt, ich bin gerade in den Ventilator gekommen. Ich bin auch ein bisschen Banane heute. Aber das, ich habe jetzt echt... Das ist echt... Brain... Deadness habe ich jetzt hier gerade am Start. Meine Lieben, wir machen hier aber einen Cut. Wir sind schon bei 22 Bobby, Minuten. Sie ja, bitte. Den Dieb schon. Ja. Genau. Ich mache jetzt hier einen Cut und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.